Ja, hi MobiFlip, ich bin Hannes und wir sind heute auf einem schönen Microsoft-Event in Düsseldorf und da gibt es als Deutschland-Premiere zu sehen das niegelnagelneue Lumia 535. Wenn du jetzt mit der Kamera mal rankommt, dann kann ich euch das sogar zeigen. Das ist sehr geil. Jedenfalls für den Preis. Also, was ich sehr cool an dem Gerät finde, ist das typische Nokia Lumia Design. Es kostet irgendwie 120 Euro, was ich ziemlich günstig finde. Allerdings, dafür muss man auch ein bisschen was in Kauf nehmen, was so das Display angeht. Es ist ein 5 Zoll Display. Ich habe es jetzt gerade in der Hand. Es ist gerade noch okay. Ich persönlich mache, also mir sind Displays mit 4,7 Zoll eigentlich viel lieber. Aber das ist jetzt noch nicht so der größte Punkt, denn das Display ist nur ein QHD-Display, also 960 mal irgendwas Auflösung. Ist 2014, wir haben Ende 2014, ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß. Okay, der Preis, irgendwo muss er herkommen. So, das Lumia 535 hat irgendwie noch einen Snapdragon 200 dazu. Das ist ein 1,2 GHz, ich glaube Dual-Core-Prozessor. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Windows Phone war jetzt noch nie irgendwie dafür bekannt, dass es irgendwie ruckelt oder so. Das sieht man auch hier ganz schön. Es läuft wunderbar. Vielleicht hat man noch ein bisschen Probleme, wenn man irgendwie krasse Spiele spielen möchte. Aber ansonsten als Einsteiger-Handy ist es echt super. Die Kamera ist eine 5-Megapixel-Kamera. Ist auch okay, kann man machen. Schießt halt Fotos. Ich kann mal gucken, ob die irgendwie gute Fotos schießt. Ehrlich gesagt habe ich das noch nicht ausprobiert. Jetzt muss ich erstmal hier... Oh, da, Lumia-Kamera. Ah. Leute. So. Ich mache jetzt mal ein Foto. So. Geil. Oh, und vom Team mache ich auch noch ein Foto. Das wird super. Alles klar. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich hier zu den Fotos komme. Genau so komme ich zu den Fotos. Guckt euch das an. Ist das okay, Fotoqualität? Ich denke schon. Für 120 Euro, ganz ehrlich. Ja, viel mehr gibt es ehrlich gesagt zum Lumia 535 von meiner Warte aus jetzt nicht zu sagen. Es ist halt für Leute, die nicht viel Geld haben und trotzdem ein Smartphone haben wollen, warum nicht? Kann man machen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr auch bei diesem etwas spezielleren Video zugeguckt habt und freue mich aufs nächste Mal. Tschüssi!